Schönen guten Morgen zusammen. Ja, noch ein Vlog, der draußen beginnt. Es hat heute Nacht ein bisschen geschneit. Also wirklich nur ein mini bisschen. Aber das führt dazu, dass ich jetzt am frühen Morgen den Gehweg räumen und streuen darf. Das habe ich jetzt vor der Straße schon gemacht. Hier der Weg zum Haus. Den werde ich jetzt noch machen. Und dann bin ich durch. Ja, Gott sei Dank. Und dann kümmere ich mich um das Auto in Mal. Und ich würde sagen, ihr seid hoffentlich jetzt noch im Warmen und kommt gut in den Tag und kommt besser in den Tag als ich, weil ich stehe draußen in der Kälte und arbeite. Ich habe es geschafft. Alles ist gestreut und geräumt. Ich gehe jetzt rein, wärme mich auf und gebe dem Autohändler in Mal die letzte Chance, mir den Opel Meriva zu verkaufen. Unfassbar. Ich habe mit dem Händler in Mal telefoniert. Der Wagen wird immer noch repariert. Ja, sie haben ja so viel zu tun und sie schaffen es einfach nicht jetzt, weil die Werkstatt immer belegt ist und tralala. Ich werde mich jetzt einfach aktiv nach Alternativen umgucken und werde aber den Meriva im Blick behalten. Und wenn ich aber jetzt einen anderen Wagen finde und der Meriva dann immer noch nicht fertig ist, dann wird es halt ein anderer Wagen. So ist das Leben. Das Traurige ist nur, dass ich das diese Woche nicht mehr schaffen werde. Aber gut, das ist auch wirklich ein kleines Problem. Alles wird. Ja, ich kriege das hin. Ja, ansonsten möchte ich noch mit euch über eine Sache reden, über die ich jetzt schon einige Tage nachdenke. Und dieser Vlog dient ja auch der Trauerbewältigung und das wird jetzt halt wieder mal so ein Kapitel. Ich befinde mich, seit mein Vater gestorben ist, in einer Art Notfallmodus, wenn man das so nennen kann. Ich bin total darauf konzentriert, alle anfallenden Probleme zu lösen. Das Haus zu renovieren hatte oberste Priorität. Mein Umzug, die Beerdigung, die ganze Nachlassregelung, alles war immer eine Art Notfallmodus. Und ich habe mich einfach nicht getraut, ins normale Leben zurückzukehren. Vermutlich auch, weil dann der Tod meines Vaters ein Stück Normalität wird und ich glaube, davor hatte ich Angst und das wollte ich oder das will ich auch einfach nicht, weil mir ein unglaublich unfassbar, wahrscheinlich sogar der wichtigste Mensch in meinem Leben fehlt und ja, das macht das halt sehr schwierig für mich und ich kann mir nicht vorstellen, wie es wird, dass das normal ist, weil für mich ist seitdem nichts mehr normal, seit Anfang Oktober. Ja, aber es muss sein. Ich fühle mich immer noch, als würde ich hier auf einer Baustelle leben, einfach weil ich es nicht zulasse, dass ich mich hier wirklich 100% angekommen und geborgen fühle. Ja, es sind noch einige Sachen zu erledigen. Ich muss oben, die Einbauschränke müssen ausgemistet und ausgeräumt werden. Da ist noch immer alter Scheiß von Steffi und mir drin. Es müssen Deckenlampen angebracht werden. Ich muss die Bäder nochmal ordentlich putzen. Ich muss einfach dies und das erledigen, teilweise noch ein bisschen Deko organisieren. Und hier müssen noch Teppich, also es gibt noch 1000 Sachen zu erledigen, aber trotzdem, ich wohne jetzt hier. Das hier ist mein Lebensmittelpunkt. Das hier ist mein Leben. Und ich muss das leben. Ich muss auch wieder anfangen, mich mehr meinen Freunden zu widmen, die ich wirklich extrem vernachlässigt habe und wo ich im Prinzip, wenn ich sie gesehen habe, ging es darum, dass sie mir helfen. Und das tut mir leid und das tut mir auch weh, dass ich so mit ihnen umgegangen bin. Und das werde ich auch ändern. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen dazu, außer dass ich wirklich versuchen muss, wieder ein normales, geregeltes Leben zu führen und aufhören muss, zu denken, dass jetzt alles nur ein Provisorium ist und dass ich mich irgendwie und dass alles jetzt geregelt werden muss. Das Ganze hat vielleicht noch so ein bisschen, also hängt noch an der alten Wohnung, die ich nächsten Montag abgebe. Und da gibt es echt noch einigen Shit zu erledigen, um den ich mich jetzt im Laufe der Woche kümmern muss. Aber spätestens dann ist alles, worum ich mich kümmern muss, im Sinne von muss, ist erledigt. Und spätestens dann ist jede Rechtfertigung für mein gefühlten Notfallmodus ist dann weg. Ja, aber da ich ja eh schon weiß, dass das Crap ist, will ich versuchen, daran zu arbeiten und wieder mehr Normalität in mein Leben zu holen.
Und das bedeutet aber auch, dass es für mich irgendwann normal ist, dass mein Vater nicht mehr lebt und dass ich ihn nicht mehr um Rat fragen kann, dass ich ihn nicht mehr sehe, dass ich nicht mehr mit ihm dumme Filme gucken kann oder wir zusammen kochen, dass wir nicht mehr zusammen verreisen können, dass wir nicht mehr zusammen über alte Zeiten reden können. Das alles gehört dann einfach dazu. Und ja, das wird schwierig, das wird hart. Aber das ist jetzt mein Leben. Ja, das wollte ich eigentlich nur kurz mit euch besprechen. Ich glaube, das wird ein großer und ein harter Schritt. Ich glaube, dass das nichts ist, was einfach so durch den Schalter umlegen passiert, aber ich muss wirklich daran arbeiten. Und ich, was ich auch gemacht habe, ist, ich habe offen gestanden, Steffi, ziemlich vernachlässigt, wenn man das so sagen kann. Aber das war halt auch die letzten Wochen über, die letzten Monate über, war halt ich sehr im Mittelpunkt, dadurch, dass ich den Umzug vor mir hatte und ich hier auch den größeren Teil der Renovierung gemacht habe, was halt auch damit zusammenhängt, dass ich die Zeit hatte und es halt auch einfach konnte. Ja, aber das, also Steffi hat da wirklich alles gemacht, was sie, hat sich so sehr eingebracht, wie sie konnte und dickes, dickes Lob, aber es war halt in erster Linie was ich, was auch nötig war, aber trotzdem, jetzt ist sie auch mal wieder am Zug und ja, das wird auch ein wichtiges Thema für mich, weil ich nicht, ich hatte immer, also Steffis Verhältnis und mein Verhältnis ist sehr, sehr gut, besser als vermutlich das von 90% aller Geschwister. Wir verstehen uns super, wir sind auch einfach abgesehen davon, dass wir Geschwister sind, sind wir sehr eng befreundet. Und ja, wir haben immer auch viel Freizeit miteinander verbracht und ja, das ist, das muss auch wieder mehr werden, das muss entspannter werden. Und daran werde ich arbeiten, hier in meinem neuen Haus, in meinem neuen Heim. Ja, darüber wollte ich mit euch reden. Ich weiß, dass es jetzt auch wieder ein bisschen gestammelt war, aber das war halt auch ein wichtiges Thema für mich und ich werde jetzt mal eine Liste machen von Dingen, die ich heute noch erledigen kann, weil ich heute ansonsten nichts zu tun habe. Ich weiß, ich könnte mir auch mal wirklich einen Tag absolute Pause gönnen, aber ach, was soll's. Ich möchte halt jetzt auch ein bisschen was geschafft bekommen und ja, das wird jetzt so mein Tag. Ich bin jetzt gerade dabei, einiges zu organisieren. Ich habe einige Briefe geschrieben, die ich jetzt gleich einwerfen werde. Ich werde jetzt gleich kurz einkaufen gehen. Und ich muss dann auch nochmal den PC von meinem Vater aufbauen und reingucken. Steffi und ich haben das besondere Vergnügen, dass wir die Steuererklärung für 2015 und 16 von ihm machen müssen. Unser Vater hat da Gott sei Dank einen sehr, sehr guten Steuerberater, der uns da sehr unter die Arme greift, aber der hat sich jetzt nochmal gemeldet und der braucht einfach noch Unterlagen, Reisekostenabrechnung und sowas. Und jetzt muss ich gucken, ob mein Vater das hoffentlich angelegt hat. Ansonsten habe ich keine Möglichkeit, die Reisekosten nachzuvollziehen und ja, muss hoffen, dass er da etwas angelegt hatte. Mein Vater hatte die Angewohnheit, sehr, sehr viel aus dem Kopf zu machen. Das heißt, er hat nicht dann, er war selbstständig, er hat nicht nach jedem Business Trip irgendwie das eingetragen, was er ausgegeben hat, sondern er hat sich dann halt alle paar Monate mal hingesetzt und hatte das halt alles im Kopf und hat dann einfach nur nachgeguckt, was er ausgegeben hat und hat das halt in der Excel-Tabelle eingetragen. Ich hoffe, er hat das für 2015 noch gemacht. Oder zumindest weitestgehend. Ja, aber das steht jetzt gerade so bei mir an. Das sind halt alles die Dinge, wo ich auch die letzten Wochen über in meinem Notfallmodus gesagt habe, ja, musst du dich drum kümmern, musst du dich mal drum kümmern. Nein, jetzt ist die Zeit, sich drum zu kümmern. Fertig aus. So. Finden wir doch mal die richtigen Haken. Das sollte passen. Das sollte passen. Ihr seht auch nachher, warum.
Ich habe jetzt schon eine ganze Menge geschafft auf meiner Tour. Ich war beim Baumarkt, ihr seht gleich auch noch, wofür ich die Haken gekauft habe. Ich habe da direkt, weil der Briefkasten ist, die Briefe eingeworfen, die ich heute fertig gemacht habe. Dann war da auch noch ein DM, da war ich eben noch reingesprungen und habe Staubsaugerbeutel gekauft. Und jetzt stehe ich hier vorm Edeka und werde noch eben Pfand wegbringen und ein bisschen was einkaufen. Und dann habe ich eine richtig effektive und gute Tour hingelegt und das freut mich gerade, weil meistens bei sowas, sowas bei mir nicht so funktioniert, wie es sollte. Ja. So, dann werde ich jetzt mal eben in Edeka springen. Ich werde vermutlich nicht vloggen, weil ich kein Kleingeld für den Wagen habe und vermutlich alles irgendwie auf meinen Arm balancieren muss. Ich guck mal, ob ich was gevloggt kriege oder nicht. Ich denke jetzt gerade eher nicht offen gestanden. Das muss dann leider auch mal sein. Ich lüfte das Geheimnis, wofür ich die Haken gekauft habe. Hierfür nehme ich gerade im zukünftigen Studio. Ihr seht hier diese beiden Softboxen auf dem Boden liegen. Ich möchte diese Softboxen auch im Studio lagern. Und die einfachste Art, Softboxen zu lagern, wenn sie zusammengebaut sind, und das sind welche, die lassen sich nicht einfach wie ein Regenschirm zusammenklappen, sondern sind da relativ mühselig, ist sie einfach an die Wand zu hängen. Also werde ich sie einfach an diese Wand hängen. Und kann dann immer, wenn ich eine Softbox brauche, kann ich sie von der Wand nehmen. Und dafür habe ich mir halt die Haken gekauft. Und ich werde jetzt auch mal hier wieder einen kleinen Timelapse versuchen, um euch das zu zeigen. Und dann haben wir doch eine schöne Tradition, ein Timelapse, in dem Martin Dinge an der Wand befestigt. Yes! Yes, davon lebt dieser Channel. Ja, nein, ich werde euch aber das jetzt ein bisschen mal zeigen und gucken wir mal, ob das Ergebnis was wird oder nicht. Das hat schon mal erstaunlich schnell und problemlos geklappt. Sie hängt an der Wand und ich hoffe, das klappt jetzt mit einer Hand. Ich kann sie problemfrei abnehmen. Ja, problemlos. Ja, und dann hängt sie einfach wieder. Der Vorteil an den Dingern ist ja, die wiegen ja so gut wie nichts. Das heißt, die Dübel müssen da nicht viel aushalten. Das macht das Ganze halt echt relativ einfach beim Anbringen. Und jetzt versuche ich mich nochmal an der dicken Softbox. Die soll da so quer über das Regal. Das werden wir uns jetzt mal angucken. Ja, es hätte ruhig noch ein bisschen höher gekonnt. Ich überlege, ob ich das Bohrloch noch mal ein bisschen versetze, weil ja, irgendwie bin ich gerade unzufrieden damit, weil es ist jetzt echt genau haarscharf über dem Regal, das heißt, ich kann da auch nichts mehr drauflegen. Ach. Ja, ich mache nochmal ein neues Bohrloch. Ich glaube, die Kamera hat gerade nichts aufgenommen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, ich habe sie jetzt halt einfach höher gehangen. Ja, und das ist auch wesentlich besser so. Das macht das Ganze doch schon wesentlich praktischer. Ja, so viel dazu. Wieder etwas, was aus dem Weg ist. Wieder etwas, was ich mir seit Jahren gewünscht habe. Einfach meine Softboxen an die Wand hängen zu können. Wenn ich sie brauche, nehme ich sie runter. Und wenn nicht, fliegen sie auch nicht im Weg rum. Weil das war in der Wohnung in Duisburg echt ein Problem im Schlafzimmer. Dass immer diese beiden riesigen Dinger mit rumflogen. Ja, es ist spät geworden. Ich war jetzt noch ein bisschen aktiv in den letzten Stunden. Ich habe das nicht gevloggt, weil ich ein bisschen demotiviert, es war lustig, ich war demotiviert und wollte das trotzdem machen, was ich gemacht habe. Und habe deswegen immer ein bisschen gewerkelt, mich eine halbe Stunde vor den Rechner gesetzt, bin wieder ein bisschen gewerkelt und deswegen habe ich es dann auch nicht gevloggt, weil das wenig, es war nicht wirklich zusammenhängend und also wir haben jetzt irgendwie 10 Uhr abends und deswegen habe ich auch so lange dafür gebraucht. Es ist unfassbar, mein YouTube und mein Fotostudio ist fertig. Da ist der Greenscreen mit den Hintergründen. Hier ist meine YouTube-Wand, vor der ich dann mal demnächst was filmen werde. Und da sind die Softboxen, die ihr gesehen habt. Ich habe jetzt auch noch die Reflektoren dahin gehangen und ein Whiteboard, um zum Beispiel Fotoshoots zu planen. Die Sessel stehen da mit einem kleinen Hocker, der auch als Tisch dienen kann. Meine Stative sind da hinten in der Ecke zusammen mit den Faltreflektoren, die stehen da unten hinterm Sessel.
Hier drin ist alles aufgeräumt, da sind meine ganzen Foto- und YouTube-Sachen drin, genauso wie da. Und ich freue mich so unglaublich, dass das geklappt hat. Ich stelle mich mal hier so schick vom Greenscreen. Yeah, Greenscreen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Licht wird scheiße genug sein, dass ich keinen Greenscreen-Effekt hinkriege. Ich versuche es mal. Greenscreen, Greenscreen, ich bin in einer anderen Umgebung. Und ja, wir gucken dann mal einfach, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, das macht mich auf jeden Fall sehr glücklich. Ich habe jetzt heute noch ein bisschen was vor mir. Ich werde jetzt noch den Vlog schneiden und ich werde diesen Vlog auch schneiden, weil morgen mein Internet umgestellt wird und ich nicht weiß, ab wann ich wieder Internet habe. Offiziell sollte ich ab spätestens 17 Uhr wieder Internet haben, je nachdem, wann die umstellen. Aber man weiß ja nie, von daher werde ich heute auch direkt die beiden Vlogs noch hochladen und bin dann auf der sicheren Seite. Ich würde sagen, ihr macht euch noch einen bunten Abend. Ich mache mich jetzt ans Schneiden und wir sehen uns einfach morgen früh beim neuen Daily Vlog. Haut rein!